Moin Leute, willkommen in der besten Show aus Friesland auf YouTube. Ja, hier bin ich, euer Sebi. Ihr seht genau richtig. Ich bin es wirklich. Hinter mir brennt die Tonne. Da ist das Licht an. Und hier bin ich. Ja, hier ist euer Sebi. Scheiße. Heute ist mal so ein Tag der Tage der Tagung. Ach, heute ist einfach mal ein Tag der Tage. Ich sitze am Wasser, habe mir die Feuertonne angemacht, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Seht ihr das? Ja, da ist die Feuertonne an. Oh, die gibt da richtig Gas jetzt. Da sind ein paar Stücke Holz drin. Ich genieße hier einfach mal die absolute Ruhe. Wirklich die absolute Ruhe. Hier, guck mal, der Qualm zieht so hin und her. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich euch erzählen soll. Ich bin ganz schön besoffen gerade. Leute, ich bin besoffen gerade. So ein bisschen betrunken, echt. Euer Sebi ist betrunken. Tut mir leid. Nützt nichts. Ich mache heute mal ein betrunkenes Video. Ja, ich schäme mich dafür, aber ich mache es trotzdem. Nur für euch. Ja, es ist Wochenende. Wir haben bald Pfingsten und ich bin zu Hause. Ja, ich gehe keinen auf den Sack, ich tue keinen weh und ich trinke hier ganz gemütlich. Wisst ihr, was ich trinke? Wisst ihr, was ich trinke? Ich zeige euch das mal. Ich trinke hier gerade einen grünen Veltliner. Ich trinke Weißwein. Ich trinke Weißwein am Kanal und mache ein Video für euch. Ja, ich trinke Weißwein und mache ein Video für euch am Kanal. Was gibt's denn Geileres? Ich weiß gar nicht, was es noch Geileres gibt. Ich weiß nicht, was ihr gerade macht, aber ich bin gerade voll am Genießen. Ich bin voll am Relaxen. Wisst ihr auch warum? Ich sage euch warum. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es nimmt mich ziemlich mit. Es berührt mich und es nimmt mich ziemlich mit, muss ich wirklich sagen. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, es ist jetzt mittlerweile schon 4 Tage her, da war ich mit meinem Nachbarn hier bei mir im Garten und haben darüber gesprochen, was für Bäume ich wegmachen kann und was ich noch verschönern kann und wie lange er hier schon wohnt und was er alles hier gemacht hat und was er alles erreicht hat hier und alles sowas. Also wir haben uns super unterhalten und es war total schön und alles war geil. Und dann gebe ich ihm noch Eier mit. Ja, wir waren in einem Hühnerstall, wollte sich die Hühner gucken. Ich gebe ihm Eier mit und gehen aus dem Ausgang raus und dann sind wir draußen und dann erzählen wir so über Krankheiten. Da erzählen wir so über Krankheiten und da fragt er mich so, was ich so in der Familie für Krankheiten habe. Da sage ich, ja, bei mir in der Familie ist eigentlich so, ja, Rheuma, Krebs. Also das, was mir so bekannt ist, das ist bei uns in der Familie, ja. Da frage ich, was sind bei dir denn Krankheiten so in der Familie? Da sagt er zu mir, Schlaganfall und Herzinfarkt. Da sage ich, ja, okay, das ist nicht so schön, ne? Dann solltest du vielleicht mal aufhören zu rauchen. Da haben wir wieder dieses Thema mit dem Rauchen. Und da sagt er, ja, komm, ist so, wie es ist, ne? Es verging ein paar Stunden, nachdem wir uns verabschiedet haben, wie öfters mal so, ist ja mein Nachbar, verging ein paar Stunden und wir haben den Krankenwagen vor der Tür gesehen. Der Krankenwagen war sage und schreibe circa 1 Stunde bis 1,5 Stunden vor der Tür. Und da haben wir uns schon gedacht, boah, jetzt wird mein Arm schon langsam schwer hier. Boah, da haben wir uns schon gedacht, was ist da los? Da kann irgendwas nicht stimmen. Da kam da Vermutung, hier Vermutung. Ja. Ihr ahnt es schon, ne? Genau. Es war 12 Uhr nachts. An dem gleichen Tag, wo wir das Gespräch hatten. Und da ist er verstorben. Da ist er verstorben an einem Herzinfarkt. Da ist mein Nachbar Helmut an einem Herzinfarkt verstorben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, mir kommen gerade ein bisschen die Tränen.
mir kommen ein bisschen gerade die Tränen und das ist sehr, sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig, wirklich. Das nimmt mich sehr mit. Das berührt mich sehr stark und nimmt mich sehr mit. Da müsst ihr euch mal vorstellen, da unterhält man sich am Tag, beziehungsweise ein paar schon vorher noch über solche Krankheiten und dann nachts um 12 Uhr verstirbt er an einem Herzinfarkt. Also ich kann es noch nicht begreifen. Ich kann es noch nicht begreifen und es schmerzt sehr. Es war ein sehr, 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 sehr toller Nachbar und ein sehr hilfsbereiter Nachbar und immer fröhlich. Zu allen Kindern war immer fröhlich und lieb und war eine ganz liebe Person und ich werde ihn ganz doll vermissen. Wollen wir Helmut eine Schweigeminute geben? Da. Also ich bin hier gerade wirklich am Nachdenken und ich muss mein Leben verändern. Ich muss mein Leben wirklich verändern. Wisst ihr, das ist gar nicht, das ist irre, das ist wirklich irre. Da denkt man erstmal drüber nach, wirklich, wie ungesund man lebt und alles. Echt? Rauchen. Ich rauche ja Gott sei Dank nicht. Also ich rauche Gott sei Dank nicht. Ich trinke wohl ganz lieb, ganz gerne und hin und wieder mal gerne Bier und esse natürlich ungesund. Darum habe ich natürlich auch die Doppelkinn und sowas. Ja, das ist so. Scheiße. Ach, ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen soll. Meine Lieben, wenn ihr dieses Video seht, dann werde ich wahrscheinlich immer noch hier sitzen am Kanal mit meinem Feuer, was so vor sich hin qualmt. Und werde nachdenken über sämtliche Dinge, keine Ahnung. Ich will gar nicht jetzt, dass ihr einen Daumen hoch macht oder dass ihr irgendwelche, dass ihr den Kanal jetzt abonniert. Das ist einfach, ich möchte einfach meine Sorgen, die ich gerade habe, möchte ich euch mitteilen. Und es sind keine Sorgen, es ist einfach Nachdenken. Weil es mich bedrückt, es bedrückt mich wirklich sehr. Weißt du, ihr redet einen Tag vorher noch mit euren Nachbarn, mit also ich habe ihn wirklich gern gehabt. Und dann ein paar Stunden später liegt er im Bett und hat einen Herzinfarkt, ist tot. Ne? Für mich ist es unbegreiflich. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation schon mal gehabt habt. Wenn ja, schreibt es doch unten in den Kommentaren rein, wenn ihr möchtet. Also für mich ist es unbegreiflich. Mir kommen auch gerade ein bisschen die Tränen, muss ich sagen. Das berührt mich wirklich sehr. Echt. Ach. Lassen wir das Sentimentale jetzt mal weg. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, und Entschuldigung, trink noch ein Bier für mich mit oder so. Also bis dann, euer Sebi. Tschüss. Macht's gut. Wir hören uns, denke ich mal, nächste Woche. Tschüss, 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 tschüss.